Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute haben wir eine weitere SBC-Lösung am Start. Aber bevor wir damit starten, wollt ihr am Samstag einen 12-Stunden-Stream von mir sehen, dann schreibt unbedingt jetzt Hashtag 12 Stunden in die Kommentare rein und wir gehen jetzt rein hier in die SBC. Chemie ist alles. Ich habe hier das Ganze mit einer einzigen Mannschaft abgeschlossen, das muss man natürlich hier auch so machen. Und ich blende euch dann auf jeden Fall noch 4 weitere Lösungen ein, damit ihr da auf jeden Fall gut gewappnet seid, falls diese Lösung zu teuer wird. Und zwar ist das die erste andere Lösung, ja, das ist die zweite andere Lösung, das ist die dritte andere Lösung und das hier ist die vierte andere Lösung. Falls ihr das feiert, dass ich da auch mehrere Lösungen einblendet, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Das Ganze hier hat mir 16.000 bis 17.000 Münzen gekostet, wird nach dem Video ein bisschen steigen, aber nicht so extrem. Aber ich habe euch eben deswegen auch weitere Lösungen eingeblendet und man bekommt hier ein TDS-Spielerset, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass. Da drücken wir natürlich direkt auf Weiter, Chemie ist alles abgeschlossen und da haben wir das TDS-Set. Und was wir jetzt machen, wir gehen natürlich jetzt in den Shop rein und ich hole hier noch kurz meinen Packler-Code. Ja, da haben wir auf jeden Fall damit mal Bale gezogen. Bale in Form in FIFA, den normalen Bale in, jetzt eben in FIFA 17 und damals in FIFA 16 den Bale in Form. Und jetzt haben wir den eben auch wieder am Start. Vielleicht ziehen wir einen Walkout, das Ganze ist untauschbar. Wir drücken drauf in 3, 2, 1 und go, come on, bitte Walkout. Oh shit. Oh shit, ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Die Schnuppe ist jetzt nicht allzu groß. Ach, das ist Eto'o. Das ist Eto'o. Scheiße, es hätte natürlich jetzt echt was Krasses auch sein können. Der Packler-Code hat uns immerhin einen Walkout beschert. Ja, Eto'o, 90er Rating. Ich will mich nicht beschweren, aber es hätten dann doch vielleicht ein bisschen wertvollere Spieler oder ein wertvollerer Spieler drinnen sein können. Aber 90er Rating, den kannst du gut für SBCs anwenden. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Falls ihr einen 12-Stunden-Stream sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ciao.